Ja, auch am Strand wird bald im Sommer wieder geflirtet, was das Zeug hält. Immerhin haben 5% der Deutschen ihren Partner im Urlaub kennengelernt. Also, man sollte sich als Strandgängerin ordentlich in Schale werfen. Wie sexy und zum Teil knapp diese Schale ausfällt in diesem Sommer, hier sind die Bikini-Trends. Zarte Pastelltöne, hochgeschnittene Höschen oder doch lieber wild über Kreuz. Die Bikini-Trends 2016 sind in Sachen Mode und Style alles andere als langweilig. Aber sind die angesagten It-Pieces auch wirklich tragbar? Stars wie Model Lena Gerke, It-Girl Kylie Jenner oder Hotel-Erbin Paris Hilton haben die neuesten Modelle natürlich schon im Schrank. Aber wie sieht der Trend an uns Normalos aus? Genau das wollen Tamara und Nadine heute herausfinden. Die 33-jährige Mutter und die 21-jährige Studentin werden die teils knappen Stöffchen für uns genau unter die Lupe nehmen. Dabei haben die beiden in Sachen Bademode bereits ganz klare Vorstellungen. Ja, also beim Bikini ist natürlich wichtig, weil es so den ganzen Körper zeigt, dass man gut drin aussieht, dass so ein bisschen die Problemzonen versteckt werden können. Ja, ich finde die Passform sehr wichtig, wenn der Bikini zu klein ist und man presst sich einfach da rein und hat dann da irgendwie so Beulen und Dellen, das finde ich nicht so schön. Und beim Stichwort Passform wären wir auch schon beim Thema. Der erste Trend des Sommers, Crisscross. Je mehr, desto besser. Aber versprechen die Modelle auch einen optimalen Halt? Tamara und Nadine setzen die Crisscross-Modelle dem Wasserhärtetest aus. Doch trotz der Fluten und Turnerei, der trägerlose Badeanzug und der knapp geschnittene Bikini sitzen. Das Muster ist natürlich super schön, wenn man das Augenmerk nicht ganz so aufs Dekolleté legen möchte. Die Farbe ist auch super, sitzen tut er super, ist natürlich leider vom Bräunungseffekt ein bisschen schwierig, weil man dann weiße Muster auf dem Körper hat. Also ich muss sagen, ich habe einen Top-Halt in dem Badeanzug und ich finde den Rücken auch super schön. Und ich würde den ganzen 2 Punkte geben. Und du? Ja, 2 Punkte. Also 2. 2 von 3 möglichen Punkten für das Crisscross-Modell. Nicht wirklich dekolletéfreundlich, dafür aber sehr sportlich ist dieser Trend. High-Rise, also hochgeschlossene Oberteile. Auf den ersten Blick vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig, dafür aber mit bestem Halt, oder? Also die Bikinis halten wie eine 1, es sitzt alles super, man fühlt sich total wohl. Auch beim Rutschen kein Problem. Der Nachteil ist beim Bräunen, man wird halt am Dekolleté nicht so schön braun. Ich würde deshalb 2 Punkte geben, oder? 2 Punkte, ja, für die Streifen. Also 2. Auch hier wieder die goldene Mitte von möglichen 3 Punkten für Passform, Aussehen und Beweglichkeit. Einziger Haken, die nahtlose Bräune. Weiter geht es mit einem echten Klassiker der 60er Jahre. Das High Waist, also Hüfthöschen. Hochgeschnittene Hosen sind seit einiger Zeit wieder im Trend und jetzt auch in der Bademode. Und Achtung, liebe Frauen, die ein oder andere Problemzone ist bei diesem Modell gar kein Problem mehr. Ja, dieser 60er-Jahres-Style ist auf jeden Fall voll mein Ding, ist mein absoluter Favorit, sieht toll, klassisch, edel aus und hält super. Natürlich versteckt er auch ein paar kleine Problemzöhnchen, wenn man also im Schwimmbad Lust auf eine Currywurst zwischendurch hat, ist auch gar kein Problem. Deswegen von mir eine 3. Volle Punktzahl von Tamara. Zu guter Letzt geht es nicht um den Schnitt, sondern die Farbe des Sommers. Das absolute Must-Have, Pastellwaschungen. Egal ob als Crisscross, Bandeau oder High-Waist, Hauptsache es leuchtet und läuft ineinander über. Besondere Akzente setzen dabei schwarze Formdrucke. Der Kontrast zwischen den zarten Farben und dem dominanten Schwarz ist ein echter Hingucker, oder Mädels? Also die Farben gefallen mir unheimlich gut. Gerade am Anfang vom Sommer ist man ja noch sehr blass und da fällt das gar nicht mal so auf. Und auch hier mit deinem Palmmuster, wie siehst du das? Ja, also ich finde, das Palmmuster auf so diesem hellen Untergrund, das ist locker, leicht. 100% überzeugt sind sie dennoch nicht. 2 Punkte. Crisscross
Sportlich hochgeschlossen, High Waist und Pastellwaschungen. Das sind die Bikini-Trends des Sommers 2016. Und für welchen würden Sie sich entscheiden? Ja, das können Sie sich jetzt mal überlegen, meine Damen. Und wo man die Lieblingsbademode dann vorführen kann, das zeigen wir Ihnen morgen bei Hallo Deutschland. Schwimmbad ist heute nämlich nicht mehr gleich Schwimmbad. Künstliche Lagunen, riesige Wasserrutschen und Wellnesslandschaften. Wir haben eine Familie zum Testen und Vergleichen in die drei beliebtesten Spaßbäder Deutschlands begleitet. Also wäre schön, wenn Sie mitkommen ins nasse Vergnügen. Morgen um 18.35 Uhr, Hallo Deutschland, hautnah.